Also bei der Jungpferdebasis ist meistens durch die, also eine ganze Bahn, leicht traben dabei oder halt zulegen. Da könnt ihr sitzen bleiben oder leicht traben. Also ihr dürft beides. Ich persönlich gehe da immer gerne ins Leichttraben, weil ich es einfach ein bisschen runder vom Gesamtbild finde. Und was mir da zum Beispiel auch wichtig ist, ist, dass ich jetzt nicht einfach aufstehe und losbretter, sondern dass ich vorher jetzt auch sage, okay, wir gehen jetzt ins Leichttraben. Und ich mache mir auch vorher schon Gedanken, wann ich aufstehe, damit ich auch direkt auf dem äußeren Bein aufstehe. Dann habe ich eben im Leichttraben eine Rahmenerweiterung. Das heißt jetzt nicht, dass euer Pferd losschießen soll. Es soll einfach nur seinen Rahmen erweitern. Ich überlege mir jetzt, ich weiß, dass jetzt das äußere Vorderbein vorgeht. Und in dem Moment, wo ich das weiß, weiß es auch ohne hinzugucken. Das ist was, das kann man ganz gut üben. Dann kann man im Prinzip mit dem Bein aufstehen, wenn es nach vorne geht, und hat dann einfach gleich schon ein ganz gutes Gesamtbild. Kann sie auch vielleicht ein bisschen loslassen im Leichttraben, die Pferde, und kann dann wieder sie zurückholen im Aussitzen.